Es war nach 22 Uhr, als Mylin Offenburg ihren roten Rollkoffer aus dem TGV hiefte. Sie schnallte sich ihre urbane Tasche auf den Rücken, in der sie stets ihr gesamtes Büro mit sich führte, und orientierte sich. Der Anzeige entnahm sie, dass der Nightjet von Zürich nach Hamburg wegen technischer Störungen mindestens eine Stunde Verspätung hatte. Sie schnaubte leise und sah sich um. Auf diesem fast menschenleeren, wenig vorteilhaft beleuchteten Bahnhof würde sie also Zeit totschlagen müssen. Ein kühler Luftzug fegte über den Perron und trieb Mylin zu dem einzigen warmen Platz in der Bahnhofshalle, der mit 12 Klappstühlen, einigen Werbesäulen und einem Abfalltrennsystem ausgestattet war. Mylin ergatterte sich einen freien Platz zwischen einem telefonierenden Afrikaner und einem Paar in ihrem Alter, das in funktionellem Partnerlook gekleidet war und sein Gepäck um sich scharrte. In der Sitznische hockte eine Backpackerin auf dem Boden und stützte sich an der Wand ab, während sie Notizen in eine Kladde machte. Ihr Gesicht war unter dem Vorhang wuchtiger Dreadlocks kaum zu erkennen. Mylin sah in ihrem leichten Wollmantel, den Jeans und den Blundstones herunter und lächelte. Über 30 Jahre lagen zwischen den Riemchensandalen und den Stiefeletten. Sie klappte ihren Laptop auf, um an der morgigen Rede zu feilen und daran, ihr Mobiltelefon aufzuladen. Sie wusste, Steckdosen gehörten nicht zur Standardausrüstung der Deutschen Bahn. Irgendwie bekam sie die Wartezeit rum. Der Afrikaner telefonierte immer noch, etwas leiser und sanfter. Vermutlich sprach er jetzt mit einer anderen Person, als Mylin sich zum Perron aufmachte. Sie sah das Paar und die junge Frau im Waggon zusteigen. Die Rucksacktouristin schenkte ihr noch ein warmes Lächeln, bevor sie auf dem Blickfeld verschwand. Bei ihrem Abteil waren bereits die Vorhänge geschlossen. Mylin zog mit einem Ruck am Griff der Schiebetür. Warme, feuchte, abgestandene Luft waberte ihr entgegen. Es war stockdunkel. Im Strahl der Handylampe sah sie den Wuschelkopf eines Kindes, in ein Baumwolllaken gewickelte Männerbeine und unter der Leiter, die zu ihrer Schlafstatt führte, blaue Sneakers mit orangen Schnürsenkeln. Voneinander abgewandt, als hätte der linke und der rechte Schuh Streit gehabt. Es war unmöglich, aufrecht auf dem obersten Bett zu sitzen und eine akrobatische Herausforderung, sich in Kauerstellung in diesen beengten Verhältnissen aufzuhalten. Mylin konnte nicht verhindern, dass der Taschenlampenstrahl einem Bärtigen direkt in die Augen leuchtete und ihr Kopf, der mehrmals an der Decke anschlug, Krach machte. Es schnarchte keiner, stellte Mylin zu ihrer Erleichterung fest, oder noch nicht. Genug Zeit, um einzuschlafen. Nur dann und wann war die junge Stimme des Wuschelkopfes zu hören. Papa, quand est-ce que nous arriverons? Papa, est-ce que maman nous attend à la gare? Papa, j'ai soif. Papa, est-ce que Hambourg est la capitale de l'Allemagne? Der Vater antwortete stets sanft im Flüsterton. Es berührte Mylin, Zeugin dieser intimen Vater-Sohn-Gespräche zu sein, und sie dachte voll Liebe an ihren Enkel Ben. Die Schlafenden schwitzten und heizten das Abteil mit ihren Nachtträumen auf. Und da Wärme bekanntlich stieg, war die Konzentration an Hitze und Luftfeuchtigkeit auf den obersten Pritschen besonders hoch. Sie fühlte sich wie unter einer tropischen Glocke und hatte sich längst bis auf die Unterwäsche auf das den Mitreisenden zumutbare Minimum ausgezogen, als die Spüle, das gleichmäßige Rattern und Ruckeln sie einlullten. Es war Mylin trotz der Enge und der Ausdünstungen nicht unangenehm mit den Fremden. Es war das Kind, das sie restlos entspannen ließ. Sie fühlte sich mitverantwortlich, den Jungen auf seiner frühen Reise Sicherheit und Geborgenheit erfahren zu lassen.
Sie vertraute instinktiv darauf, dass auch die anderen im Abteil sich an die stille Vereinbarung, sich als erwachsene Schicksalsgemeinschaft um das Wohl eines Kindes zu kümmern, hielten.